Bei mir ist Heti. Heti kennt viele, viele. Ich habe sie auch schon in einigen Videos bei mir gehabt. Aus dem Bierkönig, und man nennt sie auch Mrs. Callcenter, weil du einfach darüber bekannt wurdest. Einmal, weil du im Callcenter arbeitest, aber auch als der Bierkönig noch offen hatte, hat man dich dort regelmäßig zum Tanzen angetroffen. Das ist richtig. Der Bierkönig ist mein zweites Wohnzimmer. Immer wenn ich frei hatte, rauf auf die Tanzfläche, abtanzen bis zum Abwinken. Das war klar. Nun hat sich einiges geändert. Wir haben die Pandemie bekommen. Man weiß gar nicht, wann Megapark und Bierkönig überhaupt aufmachen. Dann, ja, das Titus zum Beispiel wird nie wieder aufmachen. Das ist jetzt an Camper, also an eine Schuhfabrik verkauft worden, die da eine Wohnung von machen wollen. Und Bierkönig ist im Moment zu, oder? Das wird auch dieses Jahr nicht mehr öffnen. Ich habe gestern noch mit einem DJ gesprochen, mit einem Kellner habe ich gesprochen. Der Bierkönig wird dieses Jahr nicht mehr öffnen. Wenn er wirklich öffnen sollte, dann wird es nur in einer Kneipenform sein. Also nicht mehr, wie man den Bierkönig kennt oder sonst was, sondern nur, dass man sich hinsetzen kann und ein bisschen was trinken kann. Aber so mit Tanzen und lauter Musik und so, das wird auf gar keinen Fall sein. In diesem Jahr wird die ganze Schinkenstraße, so wie es jetzt aussieht, im Moment gar nichts öffnen. Es wird alles geschlossen bleiben. Also bis auf ein paar Kneipen. Du hast jetzt eine Entscheidung getroffen, die viele überrascht. Weil wir sagten, Mensch, Heti ist für uns diejenige. Wir sagen, wenn wir die sehen, dann freuen wir uns. Dann trauen sich auch Leute mal auf die Tanzfläche, die sich sonst nicht trauen. Heti, du hast gesagt, du gehst wieder zurück nach Deutschland. Wie kommt es dazu? Ich gehe nach 12 Jahren mit ganz, ganz schwerem Herzen zurück. Ich habe einfach Weihnachten gemerkt. Ich war Weihnachten bei meiner Freundin in Leverkusen, habe meine Kinder, Enkelkinder getroffen, und meine Enkelkinder beschweren sich schon immer, wir sehen dich überhaupt nicht und gar nichts. Ich habe gemerkt, das hat mir sehr gefehlt. Ostern war ich bei meiner Schwester im Münsterland. Ich habe meine anderen Geschwister getroffen und ich habe gemerkt, mir fehlt unheimlich die Familie. Dadurch, dass hier alles geschlossen ist, ich jetzt in Teilzeitrente bin, nur noch 20 Stunden in der Woche arbeite, bin ich einfach viel zu viel alleine. Wenn jetzt der Bierkönig und das alles offen hätte, wäre das noch eine ganz andere Geschichte, weil ich da so viel Bekannte und Freunde treffe, da würde ich so viel in Gesprächen sein, das wäre ganz toll. Aber dadurch, dass alles geschlossen bleibt, ich merke das, egal ob ich spazieren gehe, ich bin alleine. Ich bin viel zu viel alleine und ich merke es immer wieder, ich habe Heimweh. Ich möchte zu meiner Familie zurück und ich werde nach 12 Jahren mit ganz blutendem Herzen die Insel verlassen und werde zurück nach Deutschland gehen. Hört man von vielen. Also wenn ich jetzt sehe, Volker Damm, DJ Volker Damm ist im Moment auch in Deutschland. Man weiß nicht, wann er und ob er als dienstältester DJ wieder auflegen wird. Dann von DJ Düse hören wir im Moment auch sehr wenig. War das alles ein Grund, dass die Leute dir fehlen, also die DJs und die Leute aus dem Bierkönig? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur die DJs, die Kellner und so, sondern ich habe da so viel in den Jahren, so viele Leute kennengelernt. Egal, ob es jung oder alt war, ob ich die kannte oder nicht. Ich habe so viel Spaß mit denen gehabt, bin mit denen zu tanzen gewesen, oben auf der Fläche. Ich kenne so, so viele und das fehlt mir. Das ist durch die Pandemie alles weggeflogen. Es ist nichts mehr da. Es ist überhaupt nicht mehr so, wie es war, und das tut mir wirklich in der Seele weh, und ich weiß ganz genau, es wird nicht mehr so werden, wie ich es gekannt habe und wie es in den letzten Jahren war. Erzähl mal den Zuschauern, die dich nicht kennen, wie bist du damals nach Mallorca gekommen? Ganz einfach, ich hatte auf 400 Absagen auf einen einfachen Bürojob im Kölner Raum, weil ich mit 54 Jahren einfach viel zu alt fürs Büro war. Mich wollte keiner haben, ich habe mir die Finger wund geschrieben. Ich bin 2007 und 2008 das erste Mal auf Mallorca gewesen, habe hier Urlaub gemacht und
habe ich dann erkundigt, übers Inselradio habe ich ein Stellengesuch reingegeben, 54-Jährige sucht neue Herausforderungen, ich suche einen Bürojob auf Mallorca. Hatte innerhalb von 2 Tagen 4 Stellenangebote, war einen Monat später auf Kosten einer Firma aus Saint-Denis schon wieder auf Mallorca, habe da Probe gearbeitet, das ist leider nicht zustande gekommen, also habe ich erst bei einer Zeitarbeitsfirma weitergearbeitet, aber dann habe ich einen Sprachkurs angefangen, Spanisch gelernt und 2009 war es dann soweit, dass ich gesagt habe, tschüss, ich bin weg, ich gehe auf Mallorca arbeiten. Und seit 2009 arbeite ich im Callcenter, in verschiedenen Callcentern hier auf Mallorca. Der Anfang war nicht leicht, ich musste mich durchbeißen, ganz klar. So, und aber dann bin ich 2012 in die Firma Avedo, was heute Avedo ist, die hieß früher CCS24. Da war ich von der ersten Stunde an und habe da gearbeitet. Und seitdem bin ich auch der Firma nach zugehörig und im Moment arbeite ich für die Gewecom. Das ist der alte Geschäftsführer von der Avedo. Und ich bin immer am Arbeiten, nur jetzt bin ich mittlerweile 67 und habe mich dann am 1. März entschieden, ich gehe wenigstens in Teilzeitrente. Ich möchte nicht mehr ganz so viel arbeiten, weil ich habe genug geschuftet eigentlich. Aber ganz aufhören werde ich auf keinen Fall, weil auch das nehme ich mir mit nach Deutschland. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn ich sage, so, ich möchte nach 20 Stunden arbeiten, kann ich jederzeit für die Firma Avedo oder für Gewecom von Deutschland aus im Homeoffice noch arbeiten. Also das ermöglicht dir deinen Arbeitgeber, dass die sagen, also somit bleibst du Mallorca weiter erhalten. Ja, also ganz weg bin ich sowieso nicht. Und es steht dem ja nichts im Wege, dass ich nächstes Jahr sage, ich mache hier Urlaub. Nur dann komme ich als Tourist, dann bin ich nicht mehr Residenter, sondern dann bin ich Tourist und mache hier wirklich 2 Wochen Urlaub. Vielleicht bleibe ich auch länger, 3 oder 4 Wochen. Da sind ja alle Türen geöffnet. Mallorca ist für mich auf gar keinen Fall abgeschrieben. Und das ist nicht weg. Aber diese 12 Jahre, die ich hier gelebt habe, die kann mir keiner mehr nehmen. Und ich denke mal, es gibt ganz viele Leute, die nie sowas erleben würden, was ich bisher hier auf Mallorca erlebt habe. Das muss eine ganze Menge gewesen sein. Es gibt ja die Diskussion, gerade auch in den Medien, dass man sagt, also man nutzt jetzt die Pandemie, um den Sauftourismus jetzt kaputt zu machen, dass man sagt, das wollen wir nicht mehr, wir wollen eine andere Form von Tourismus. Aber sag mal ehrlich, wenn du sagst, 12 Jahre Mallorca, war das wirklich so schlimm? In keinster Weise. Die am lautesten schreien, das sind nämlich die, die eigentlich gar nicht in den Bierkönig reingehen, die ganz woanders auf der Insel nämlich hinfahren. Das ist völliger Quatsch. Und ich denke mal, die, die am lautesten schreien, die sind doch eigentlich nur neidisch, dass so viele junge Leute einfach nur Spaß haben in der Schinkenstraße und dass die einfach toll zusammen feiern, egal ob das jung oder alt ist. Natürlich sind da Ausfälle bei, dass welche über die Stränge schlagen, aber machen sie das in Deutschland nicht auch? Und da sind auch Ältere bei, die sich völlig daneben benehmen, die sich in Deutschland niemals so benehmen würden. Das gibt es in Deutschland aber auch. Das finde ich totaler Quatsch. Mich hat das jedes Mal gefreut, wenn Jung und Alt so toll zusammen feiern können und einfach mal für ihre Zeit des Urlaubs ihre Sorgen und Probleme zu Hause lassen können und sagen, wir können einfach nur mal Spaß haben hier. Zwei Sachen habe ich noch. Das eine ist, das ist im Megapark war es zuletzt so, dass wenn Leute dort waren, ich weiß, du bist ja dem Bierkönig zugesagt, aber da war es so, dass man gesagt hat, also wer jetzt hier nichts trinkt, der darf den Megapark wieder verlassen. War das denn im Bierkönig auch so? In keinster Weise. In keinster Weise. Der Bierkönig hat da überhaupt keine Vorschriften gemacht. Und das auch vom Megapark, das habe ich also nicht gehört. Das mögen Ausnahmen gewesen sein und andere Hintergründe. Aber das ist völliger Blödsinn. Und das gab es im Bierkönig gar nicht. In keinster Weise. Wollte ich sagen, du bist ja nicht in den Bierkönig gegangen, um dich zu besaufen, sondern du bist dorthin gegangen, um Spaß zu haben und um zu tanzen. Ich wollte tanzen. Ich wollte einfach meinen Frust, den ich bei der Arbeit womöglich habe, vielleicht war ein Gespräch dabei, wo ich mich drüber geärgert habe und sonst was. Diesen ganzen Arbeitsstress konnte ich beim Tanzen einfach abtanzen und ich war wieder fit und topfit für die Arbeit. Das war mein Grund. Ich bin da nie hingegangen, um mich volllaufen zu lassen oder was. Was ganz anderes ist das natürlich, wenn die jungen Leute mit dem Kegelclub oder mit dem Fußballclub kommen. Natürlich geben die sich die Kante und ein Bier nach dem anderen. Haben wir das anders gemacht, wie wir jünger waren
um in den Kegelclub auf die Ufer. Da haben wir es auch nicht anders gemacht. Dann soll man den jungen Leuten doch ihren Spaß lassen. Mein Gott, und wenn sich da mal einer daneben benimmt, da kann man auch drüber weggucken oder kann den Busch an der Seite nehmen und kann sagen, ey, pass mal auf, Junge, so machst du das aber nicht. Und damit ist es gut. Mhm. Eine Sache noch, die... Ja, im Moment wird ja der König von Palma, so heißt das, als Spielfilm auf Mallorca produziert. Man versucht da so ein bisschen auch die Geschichte um den Bierkönig nachzustellen. Mhm. Was weißt du über die Geschichte des Bierkönigs, wie das damals so entstanden ist, wie es dazu gekommen ist und was daraus eigentlich geworden ist, auch in den letzten Jahren? Also das weiß ich natürlich nur vom Hörensagen. Ich weiß das also mit dem Mordfall, das hat ja wohl jemand anders gehört, mit dem Mordfall da, dass der Besitzer umgebracht worden ist und dass sich die dann zusammengetan haben, wohl diese beiden Brüder haben das übernommen und der Bierkönig war ja früher viel, viel kleiner. So, und die haben immer mehr dazu aufgekauft, so wie ich das miterlebt habe, und sind dadurch immer wieder größer geworden. Aber die richtige Geschichte, wie es wirklich jetzt so zustande gekommen ist, dass der Bierkönig so groß geworden ist, das weiß ich nur vom Hörensagen und das weiß ich auch nicht genau. War für dich auch nicht so wichtig, weil für dich war das Tanzen das Wichtige. Für mich ist das Tanzen das Wichtige. Und dass ich feiern kann und Spaß mit den Leuten habe, das war für mich wichtig. Die Bedienung ist nett und alles. Was will ich denn mehr, wenn ich nett und freundlich bedient werde und die kommen mir entgegen? Was will ich denn mehr? Was Besseres kann mir doch im Urlaub gar nicht passieren. Jetzt geht es darum, du bist gerade mittendrin, die Rückwanderung vorzubereiten. Dein Auto wirst du mit rübernehmen und du hast eigentlich deine Hab und Gut. Wie organisierst du das alles? Ganz einfach. Ich plane das genauso, wie ich das geplant habe, wie ich nach Mallorca gegangen bin. Vorbereitung ist das A und O alles. Genauso geht es bei der Rückführung. Ich habe mich jetzt schon beim TÜV erkundigt, weil ich habe ein 2 Jahre altes Auto, was hier auf Mallorca keinen TÜV braucht. Gilt das in Deutschland auch? Ich habe beim Straßenverkehrsamt angerufen, wie muss ich das Auto ummelden? Ich habe bei der Zulassungsstelle angerufen, worauf muss ich mich einstellen, welche Formulare brauchen Sie? Denn das Wichtigste ist, wir haben jetzt erst Mai und ich gehe erst zum 30.09. Die Zeit ist ganz schnell um. Wenn man eine gute Vorbereitung hat und sich darauf einlässt, dann dürfte das hinterher problemlos funktionieren. Ich habe schon ein Umzugsunternehmen organisiert, die haben sich die Möbel angeguckt, die haben mir einen Preis gemacht, der Umzugstag steht schon fest und alles. Und ich fahre dann mit meinem kleinen Auto nach Alcudia, fahre mit der Fähre rüber nach Toulon, komme morgens um 9 Uhr in Toulon an und dann habe ich noch 11 Stunden Fahrt bis Leverkusen. Und mein Auto packe ich so voll, die wichtigsten Sachen, die ich noch brauche, bis zum Schluss, die packe ich in mein Auto, das packe ich voll und fahre dann in aller Ruhe rüber. Nur Vorbereitung ist die wichtigste Sache überhaupt. Wenn ich gut plane, kann das alles nur gut laufen. Also das klingt schon mal gut. Bleibt jetzt nur noch eine Frage, eine allerletzte Frage. Wie sieht das aus, wenn du jetzt, du sagst, du arbeitest weiter, wenn jetzt Frust da ist, tanzt du das im Wohnzimmer ab? Gibt es in Leverkusen eine Möglichkeit? Wie hast du das geplant? Das habe ich so geplant, wie ich das jetzt hier auf Mallorca auch mache. Ich bin ja im Homeoffice. Ich habe 2 Computerbildschirme von der Firma bekommen, den Computer bekommen. Und ich werde von der Firma geschaltet, von der Geschäftsstelle aus Deutschland, werde ich geschaltet, dass ich im Homeoffice, genau wie ich es jetzt auf Mallorca mache, auch weiterarbeite. Genau, als wenn ich im Büro sitzen würde im Callcenter. Und nach Feierabend? Monitor aus, Lautsprecheranlage an oder wie sieht das denn aus? Monitor aus, wenn ich Feierabend habe, Monitor aus und dann werde ich gucken, was ich mache. Kommt meine Freundin, muss ich noch irgendwo hinfahren, fahre ich zu meiner Schwester, dann kann ich das frei organisieren, dann habe ich Freizeit. Und dann ist Enkelzeit? Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich werde auch nur noch 20 Stunden, wenn überhaupt 20 Stunden in der Woche arbeiten. Also das wird so aussehen, dass ich dienstags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr dann arbeite und dann ist das nur von 8 bis 14 Uhr, sodass auf jeden Fall viel, viel Zeit für meine Kinder und Enkelkinder sind. Denn das ist ja das Anliegen, warum ich nach Deutschland auch gehe. Heti, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nein, ich glaube nicht. Und das war bestimmt auch noch nicht das letzte Mal. Bevor ich dann endgültig gehe, werden wir mit Sicherheit noch mal miteinander sprechen. Und da werde ich mich dann auch offiziell verabschieden. So, ich bin dann jetzt weg.
So machen wir das. Vielen Dank. Und die Zuschauer denken, die Haare passt irgendwie zu Pirates TV, die Haarfarbe, die du im Moment hast. Das ist meine Haarfarbe und die wird auch bleiben. Auch in Deutschland wird die so rot bleiben. Das ist mein Markenzeichen. Vielen, vielen Dank. Kein Thema. Hab einen schönen Tag noch.